Hallo, hallo. Hier ist Marvel 1972 von MFG. Und heute bin ich unterwegs mit Mo von MFG. Und jetzt kommt es, wir sind alleine High-Tier Matchmaking. Gegen ein anderes Platoon. Und er fährt den WT-Ritter und ich fahre das Objekt 752. Und das Objekt 752 ist auf Stufe 9. Ich muss es leider wirklich so sagen, der geilste Tank, den es zurzeit da, glaube ich, gibt. Und ich habe da noch sowas wie E75 im Kopf und den Waffenträger. Aber, ja, eigentlich, ich liebe ja den E75, wisst ihr ja. Aber dieses Ding hier, das ist ein Zweischuss-Autoloader und ihr müsst es euch einfach angucken. Das Teil ist schon echt böse. Bewegung! So, und ihr seht jetzt eine Anfahrt von mir auf die Medium-Seite. Die kann man machen, wenn es im Gegnerteam nicht so schnelle Panzer gibt. Und man eventuell auch ein paar Schüsse aushält und ein Turbo mit dabei hat, um hier schnell wieder rauszukommen. Weil man kann hier unten aufgehen und dann beschossen werden. Also da irgendwo steht einer. Ich will aber nicht schießen und mir die Schüsse rausdrücken. Blind, die dann eventuell nicht treffen oder so. Sondern ich will Schüsse haben für hier jetzt irgendwo. Ich habe nicht geschossen, es war rot. Das bringt nichts. Den einen gönne ich mir. Das ist die Pose hier auf jeden Fall wert. Und ihr achtet jetzt bitte auf die Minigun. Also MFG ist auf der linken Seite. Hier alleine unterwegs. Der Carnarvon. Das ist ein Achter. Der ist super stabil. Hat ein bisschen gelitten. Ja, ist kein Problem. Ich bin mit dem Objekt hier unterwegs, da kann nichts passieren. Was soll da passieren? Der Fahrer ist geliefert. Ich kette mir den Jungen hier erstmal. Die Steuerung reagiert nicht mehr. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Und ha, ihr seht schon, da bounce auch ein bisschen was. Und der hat jetzt Reload, der AMX da. Der überlegt sich jetzt gerade, was soll ich eigentlich machen? Beide Repair-Kits gezogen. Reload und ich bin mir sicher, ich bin schneller im Reload. Erwischt. Ja, er hier. Probiert's auch. Wir haben sie! Weiß nicht so. Ui, da kommt noch einer. Ui, so ein Defender MK1 ist böse. Wir sitzen fest. Jetzt wird's aber wirklich eng hier langsam. Ich glaube, das ganze Gegnerteam ist langsam da. So, okay. Wir haben wieder nachgeladen. Jetzt können wir uns hier mal um den Defender Mark 1 kümmern. Der hat ja auch Spaß. Oh, das Amorek erwischt. Das ist blöd, wenn das da vorne drin ist. Wir wollte ihm jetzt nochmal die Kette ziehen. Weil ich jetzt nicht so viel Bock hatte auf diese vielen Schüsse von ihm. Jetzt ist mein Amorek aber auch bereit für 11 Sekunden. Und jetzt kommt hier, ich habe nämlich im Discord schon mal jetzt ganz vorsichtig nach Hilfe geschrien. Weil jetzt müssen wir hier mal ran. Jetzt kann ich meinen Amorek reparieren und kann den Reload des Todes. So kommt er nicht bei mir durch, hat er sich auch schon überlegt. Ich lade nach. War ärgerlich, ich habe den WZ nicht gesehen, sonst wäre der WZ raus gewesen. War echt ein Fehler von mir. Ich habe es nicht gesehen, weil ich hatte auch wirklich andere Probleme zwischenzeitlich auf dieser Seite. Wirklich. So, Mo geht jetzt erstmal spotten. Das haben wir auch wieder so abgesprochen, weil ich habe halt einfach keine Hitpoints mehr dafür. Wir wissen, dass die da hinten links sind. Und er fragt gerade schon, ob ich drauf bin und ich sage, naja... Schauen wir mal. Aber so, und ich sage ihm jetzt, ich kann da nicht drauf schießen. Aber da. Lad die HG. Die HG geht durch. Ich nehme die AP und sage, ja, mein Reload hat nicht gereicht, um die zwei rauszubringen. Und jetzt aber. Aime. Es steht 4 gegen 2. Aber wir beide sind mehr oder weniger One-Hit bis anderthalb-Hit. Kommt drauf an, wie die so rollen. Und ich bin jetzt ein bisschen Damage-Guy und sag, ich fahre hier links durch mal. Und dann gucken wir mal, was geht. Ich komme nicht dran. Also,
Oh, das habe ich aber gesehen. Gegner zerstört. Mo retten war jetzt wichtig. Falls er vorkommt, nochmal hier. Er kann dazwischen. Ich sage, ich komme irgendwie nicht dran. Ja, da war eben ein kleines Schussfeld, aber irgendwie auch nicht. Und, ja, ihr seht es ja. Aber ich brauche jetzt nicht mehr fahren, weil. Das war nicht mein Kill. Also ich bin die Röhren da geschossen. Ich wollte nur noch den Schuss raus. Oh. Ja. Ihr habt gesehen. 5K, 2 Kills reicht im Objekt. 752 für eine 1. Hier nochmal. Also wir haben 8K zusammengeschossen, 5 Kills gemacht. Objekt 752. Geiler Panzer. Also, wenn der irgendwo zu kriegen ist, zu einem, also jetzt nicht irgendwelche Kisten oder so, aber wenn der zu kriegen ist für Gold oder Echtwährung, Euro oder so, kann man da schon mal zuschlagen, glaube ich. Und jetzt hoffe ich, dass ihr schon ein Abo dagelassen habt, damit wir die 1000 Abos dieses Jahr auch wirklich knacken. Und wenn ihr weiter geile Spiele von MFG, von mir, was auch immer sehen wollt und Infos kriegen wollt, dann macht ein Abo. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt in den Kommentaren, kommentiert, sagt, was euch gefallen hat, sagt, was schlecht war. Und ich sage Tschüss.